seid am richtigen Ort. In Yharnam wird Blutbehandlung praktiziert. Ihr müsst nur ihr Geheimnis enthüllen. Aber wo soll ein Fremder wie ihr nur beginnen? Dazu sollte etwas Yharnam-Blut in euch fließen. Doch zuerst kommt euer Vertrag. Ja, und damit herzlich willkommen zu meinem neuen Projekt Bloodborne. Ich bin Sandwinkel. Ich habe schon richtig lange auf das Spiel gewartet und bin echt froh, dass es endlich da ist. Und ich hoffe, ihr freut euch genauso, wie ich mich freue. Wenn ich mir die ganzen Bewertungen so anschaue, dann ist das ein richtig gutes Spiel, denn die durchschnittliche Bewertung von dem Spiel, von einschlägigen Magazinen und hast nicht gesehen, liegt zwischen 9 und 9,5 von 10 Punkten. Das ist eine ganze Menge. Und da erwarte ich auch jetzt viel. Und ich vergebe jetzt erstmal einen Namen. Was soll ich anders vergeben als, ja, ich mache mal was ganz Verrücktes, mit ganz verrückten Namen. Ganz kreativ. Gleich fertig. So. Zack und zack und zack. Ja, Sandwinkel. Ganz verrückt. Ja, ich wusste es. Ich wusste, es gefällt euch. Ganz verrückt. Okay, Geschlecht. Natürlich. Ey, was ist da los? Geschlecht, okay, lassen wir es so. Alter. Mach mal reif. Ja, ich bin ja schon ein bisschen älter, ne? Ja. Herkunft. Und da tue ich auch mal rein. Okay. Da gibt es eine ganze Menge. Angsthase, einziger Überlebender, schwierige Kindheit, Leben voller Gewalt, professionell, Militärveteran, noble Abstammung, grausames Schicksal, Nichtsnutz. Der Nichtsnutz fängt bei Stufe 4 an, alle anderen bei Stufe 10. Mhm. Okay, dann nehme ich an, dass es so das Pendant zu dem Bettler ist wahrscheinlich, ja. Okay, wenn ihr das lesen wollt, was da alles dabei steht, dann könnt ihr das gerne tun. Ihr müsst einfach nur die Pause-Taste drücken. Ihr kennt das ja von anderen Spielen schon. So geht das einfach. Jetzt ist die Frage, was nehme ich? Ich bin eigentlich mehr so erstmal ein bisschen ausgeglichen. Einziger Überlebender? Was gibt's denn da? Stufe 10, Blutechos, 420. Was heißt das jetzt? Hat er 420 oder braucht er 420 für den nächsten Level oder was auch immer? Ich habe keine Ahnung. Ja, schwierige Kindheit. Ist mir auch ein bisschen professionell. Stärke noch ist mir zu schwach. Hier, das sieht relativ ausgeglichen aus. Wenn ich keine Magie machen möchte, Militärveteran. Will ich das? Ja, Magie war schon nicht schlecht, ne? Zeitweise. Grausames Schicksal. Also entweder Militärveteran oder Leben voller Gewalt. Leben voller Gewalt. Ja. Geschick. Blutfärbung. 6 und 7. Ich meine, ich kann das ja immer noch. Ich nehme 10, 10. 12 Ausdauer ist wichtig, ne? 14, hier. Vitalität aber niedrig. 14, 11, 11, 10 und 7, 7. Das scheint mir der ausgeglichenste zu sein. Er hat gute Ausdauer, Stärke. Mal gucken beim Militärveteran. 14 Stärke und 13 Geschick. Ne, ich nehme Militärveteran. So, ganz hurtig. Aussehen ist auch ganz wichtig. Ja, Geschlecht haben wir, Alter haben wir, Stimme. Machen wir die Stimme, brauche ich gar nicht. Oder wollen wir das mal hören? Ja, ja. Ja, ich würde sagen, Nehmer. Körperbau, Nehmer. Größe anpassen. So, ja. Was ist das, klein? So, alles perfekt. Können wir so lassen, oder? Ja. Basishautfarbe, die kann ich so lassen, oder? Mal gucken, was gibt's alles Mögliche, ne?
Schwierig, schwierig, schwierig. Was? Ja, komm. Mach mal. Hautfarbe. Habe ich doch gerade eben gemacht. Was soll denn das? Hautton. Nee, komm, lass mal. Gesichtsdetails. Ähnliche Gesichtszüge. Männlich natürlich. Okay. Gesichtsform. Gesichtssymmetrie. Ah, das ist Nasengröße. Ja, Gesichtswölbung. Ich glaube, das dauert alles zu lange, bevor man überhaupt mal richtig. Na komm, scheiß drauf. Stirn, Augen. Nee, lass mal auch alles. Nasenrücken, bla bla bla. Mund. Lippen. Lippen, rote Lippen. Sollst du küssen. Dü. Keine Ahnung, was ich da. Unterkiefer. Niedrig. Hoch, dünn, dick, dünn. Was haben wir hier noch? Hautfarbe, Make-up. Schon wieder. Augenbereich. Lippenstift brauche ich nicht. Haare. Ja, Haare. Haare, Haare. Eine moderne Frisur. Eieiei. Mhm. Gehe ich vielleicht als Burgfräulein? Ja, hier. Das ist alles so. Ein Franzen-Look. Alter, der steht aber wie eine Eins, hä? Das Ding. Nehme ich halt dies hier. Fertig, ab, fertig. Haarfarbe. Was machen wir denn da? Gansinrot. Ja, eigentlich habe ich dunkelblond. Aber das kriege ich nicht hin. Bisschen blau reinmischen. Hm. Ganz weiße Haare. Geht das irgendwie? Ja, geht. Cool. Ey, scheiße, Mann. Was ist denn das jetzt wieder? Wieso konnte ich das nicht annehmen? Mann. Nochmal. Ich glaube, das schneide ich, das kürze ich da ein bisschen ab. Das ist ja nix. Da bin ich ja 5 Stunden beschäftigt, bevor überhaupt was losgeht. Sind zu blau. Leichter Grünstich. Noch immer ein Blaustich, ne? So, und jetzt? Ja, wie komme ich hier jetzt wieder rüber? Okay, X drücken. So, braun. Augenbrauen. Braun Farbe. Ach, das ist mal zu blöde jetzt alles, ehrlich gesagt. Was ich? Bart? Haben wir ein Bart? Ja, meistens, ja, genau, sowas. Bartfarbe. Wimpern. Schön. Lassen wir alles so, wie es ist. Pupillen. Pupillengröße. Okay. Ja, so kriege ich das hin doch, oder?
Das war, oder? Tätowierung, Male und Brillen. Tätowierung. Tätowierungsmal war Tätowierung mal. Das sieht nicht aus wie eine Tätowierung, ehrlich gesagt. Brille. Was haben wir denn hier Nettes? Nee, lass mal weg. Brauchen wir nicht. Man braucht keine Brille. Nein, brauchen wir nicht. So. Das soll es gewesen sein, glaube ich schon. Ja. Kann ich das irgendwie bestätigen jetzt? Ja, und jetzt speichern. Abschließen. Ja, schließen wir ab. Komm, ja, mach. Jetzt geht's los. Bloodborne. Ja, endlich geht's los. Ich habe auch gelesen, dass die Ladezeiten ziemlich lange sein sollen. Und ja, man merkt es schon ein bisschen. Bin mal gespannt, ob es Dark Souls übertrumpfen wird. Da bin ich echt mal gespannt. Wahrscheinlich ist das irgendwie so eine gehört zur Familie quasi, die lange Ladezeiten. Jetzt habe ich einen schwarzen Bildschirm. Das ist bestimmt richtig dunkel gerade. Gezeichnet und versiegelt. Beginnen wir nun mit der Transfusion. Oh, nur keine Sorge. Was auch passiert, ihr werdet das alles für einen bösen Traum halten. Na, der freut sich. Das kann ja lustig werden. Oh oh. Ja. Ich bin halt ein heißer Typ, wie man sieht. Und oh, lecker. Ei, ei, ei. Ah, ihr habt euch einen Jäger gesucht. So, da bin ich. Endlich. So schaue ich aus. Ein bisschen komisch. Eigentlich. Ne? Wenig Ausdauer. Ich glaube, das war nicht unbedingt clever, was ich da gemacht habe. Öffnet sich nicht von dieser Seite. Verdammt. Okay. 320, das ist jetzt das, was ich gewählt habe. Das ist wahrscheinlich doch diese Seelen, die ich da habe. Ja. Okay, funktioniert. Und? Hauen? Okay. Was war denn das? Wieso stehst du denn so komisch da jetzt? Ah, okay, das war wieder beidhändig. Ja. Taue. Oh, da ist was. Handgeschriebene Kritzelei. Suche Bleichblut, um Jagd auszuweiten. Um die Jagd auszuweiten, ja. Man müsste eigentlich überall reingucken, ne? Weil man könnte ja was vergessen. Es gibt bestimmt irgendwo wieder tolle Dinge. Die geht auch. Doch, die geht auf. Cool. Ja. Da macht sich mein Training bezahlt. Oh, da geht's runter in den Keller.
In den Keller geht's hier. Dunkeln ist gut munkeln, ne? Aber das ist gar nicht so dunkel. Oder? Und das hier? Hä? Da blubbert was? Hinweis ansehen. Ah, gut. Mit R1 Angriff rechte Waffe. Danke. Send. Oh, guck mal, der hebt. Was denn? Ey, guck mal. Die heben die Plakate hoch. Das waren doch die aus dem Traum, ne? Dankeschön. Meine Jungs. Gehe ich hier auch mal hin? R3 Ziel anvisieren. Ein und aus. Coole Sache. Noch irgendwo? Was? Nirgends gibt's ein Loot. Oh. Hallo? Was? Ich hoffe, ihr habt das auch gehört. Ich bin nicht umsonst jetzt da ein bisschen hektisch geworden. Ich hab doch gar nichts. Da, von rechts. Da bewegt sich schon was. Ja. Komm ich da vorbei? Hallo. Entschuldigung, sorry, sorry. Ich wollte nicht. Ich wollte nicht beim Essen stören. Ich weiß, Mittagessenszeit. Oh. Oh, voll Gänsehaut. Ich wollte dich nicht beim Mittagessen stören, ehrlich nicht. Das war nur aus Versehen. Okay, den Tisch kann ich kaputt, oder? Nee. Oh! Vorbeigesprungen. Nee, 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 nee. Wie soll ich ihn denn umhauen ohne. Ja. Ohne Waffen. Okay. Hat er überhaupt Schaden gekriegt? Ich glaube nicht. Aber ich. Hey. Wie voll ist hier ein Stuhl ist, ehrlich gesagt. Boah! Wir sind ausgeluckt. Hallo! Der kriegt der überhaupt Schaden? Wieso sind sie ja schon wieder ausgeluckt? Was soll denn das mit dem Ausgeluckten? Ja, komm hier. Ja, komm. Nee, doch nicht. Okay, nehmen wir mal. Wow. Ich hau den, aber ich krieg. Er macht irgendwie keinen Schaden. Oder täuscht das? Ja, der kann auf jeden Fall durch den Tisch hauen. Ah, schade, das wäre meine Chance gewesen wieder. Komm mal her. Oh, wow. Das ist aber schnell. Na? Oh, oh. Hey, ich lebe doch. Ja. Okay, so viel dazu. Dankeschön. Ja, ich würde sagen, ich mache hier erstmal einen Cut. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder zur nächsten Runde Bloodborne. Tschüss, bye bye, Winke Winke, hier war euer Sanvikol. Gehabt euch wohl.